Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alice in Madness Returns. Wir sind inzwischen im Schloss der Herzkönigin angelangt. Und um zur Frau Königin vorgelassen zu werden, müssen wir offenbar erst ein Opfer bringen. Gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, weil offenbar ein Jäger hier das Schloss spaziert, vor dem ich persönlich ein wenig Angst habe. Weil man auch nicht gegen ihn kämpfen kann. Man muss einfach nur weglaufen. Darin bin ich nicht so gut. Aber mal schauen. Wir stürzen uns auf jeden Fall gleich mal hier ins nächste Loch. Ja, und in der letzten Folge habe ich ja auch das Steckenpferd aufgemotzt und das sieht ziemlich geil aus. Dieses Rot mit den glühenden Augen. So, und jetzt müssen wir irgendwie wieder zurück, nehme ich an. Wieder das Loch? So wie es aussieht schon. Das erklärt auch wiederum, warum wir hier mit dem Schalter zurück können. Okay. Das klingt sehr nach dem Wächter, nach dem Jäger. Okay, ich muss hier gerade mal ganz tief durchatmen. Und dann geht's los. Hier nach unten. Okay. Ich bin offenbar ein kleiner Angsthase. Ich habe ziemliche Angst vor diesem Jäger. Wenn man, wie gesagt, ihn nicht besiegen kann, sondern einfach nur weglaufen muss. Man weiß teilweise gar nicht, wohin man laufen muss. Den Kopf hier ab. Ja, ich weiß, du willst meinen Kopf und ich weiß aber leider nicht, warum. Offenbar habe ich dich besiegt und es hat dir nicht geschmeckt. Thank you.
Wohin? Wohin muss ich? Wohin muss ich? Ich Idiot! Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein. Man kann den nicht besiegen. So, hau einfach ab, Alice. Hau ab! Das war die erste Begegnung mit dem Jäger. Die werden in Zukunft noch heikler werden. Wie ich gerade sagte. Und ich sehe doch nicht, wo ich hinrenne. Ich sehe doch nicht, wo ich hinrenne. Ja, ich möchte fortfahren. Ich hasse es, wenn ich nicht sehen kann, wo ich hinrenne. Da hinterher schlagen. Eine blöde Waffe passt da gar nicht rein in das Loch. Oder muss ich vielleicht doch woanders hin? Ich achte gar nicht mehr auf den Gegner. Gar nicht drauf achten, dass hinter mir so ein Spacko meint, mich abschlachten zu müssen. Renn doch weiter, Alice. Renn. Hilfe. Die eigentliche Funktion einer Waffe ist nahezu Nebensache. Letztlich ist sie nur so gut wie die Person, die sie handhabt. Ja, das stimmt wohl. Wo bin ich jetzt? Festgepackt. Der Jäger wird jetzt immer wieder auftauchen. Und es wird immer wieder solche Passagen geben, wo ich nicht sehe, wo ich hinrenne. Wie gesagt, ich hasse solche Passagen. Ich möchte gerne sehen, wo ich hinrenne. Was möchtest du, Grinsekatze? Der Hüter der Königin verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Okay, er wird mir also auch hierhin folgen. Oder wie darf ich das verstehen? Da fliegt ein Herz davon. Ein fledermausartiges Herz. Vorgenommen, wieder mal öfters das Messer zu benutzen. Weil ich das eigentlich ziemlich cool finde. Ich will nicht.
Okay, ich muss mich mal ein bisschen zusammenreißen. Ich bin doch kein kleiner Schisser. Ja, brüll, brüll, brüll. Ich brüll so. Brüll. Du kannst mich höchstens umbringen. Da kannst du mich gar nicht machen. Den Kopf hier ab! Sie wohl auf eigene Gefahr suchen müssen. Zumindest bei solchen Spurpassagen ist dieser nette, freundliche Begleiter nicht anwesend. Nicht lange so. Also ihr seid inzwischen wirklich kleine Fische hier. Der Falle. Ich möchte erst alle Zähne einsammeln und danach kümmere ich mich. Oh, um die Schnauze. Ach nein, ich habe nicht gesehen, dass ich mich noch heilen muss. Na gut, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Ich bin hier noch relativ gut voll mit Leben. Hör jetzt auf, mich wegen dem Jäger so anzustellen. Den kann man auch ausweichen. Und ich habe jede Menge tolle Goldzähne bekommen. Das ist wieder ganz unten. Das bringt doch nichts. Nein, das bringt nichts.
Gut, wahrscheinlich kann ich mir nicht leisten, außen rumzulaufen. Ich muss direkt da drauf springen. Na, das war zu weit. Ich sollte weniger Angst vom Jäger haben, dafür mehr wegen meiner Sprungtechnik. Meiner nicht vorhandenen Sprungtechnik. Gar nicht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das funktioniert niemals. Ich hätte nicht gedacht, dass das Häschen genug Gewicht bietet dafür. Ja gut, das war ein bisschen zu weit. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich da hochkomme. Wenn Alice nicht immer an den Ecken hängen bleiben würde. Ich muss dort rüber. Nein, das war zu hoch. Vielleicht doch eher von hier. Schalter. Und das Herz darin pulsiert sogar. Sehr cool. So. Aber bevor wir hier weitergehen, mache ich erstmal eine Pause. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.